wieder und willkommen zurück. So. Detach confirmed. Watch for oncoming traffic when passing through the airlock. Das wird nicht gewesen sein, weil es war ja nur ein Arschraum. Das wäre jetzt nicht mehr weg. Komm mal. All clear. Until next time, Commander. Okay, da wäre ich dahin. Ich fliege einfach dahin, wie es da die meisten Missionen gibt. Also, vom Optimalen. Egal. So komplett egal ist es nicht, aber. Das war früher ein bisschen übersichtlicher da. Da hat man gleich gesehen, den Zielort gesehen, und man hat nicht extra nochmal eine. Die Station ist gerade im Morgen nicht dabei gestanden, aber das war auch nicht. Dafür ist es im Menü leichter, Missionen auszusuchen und gleich ein System finden, ne? Wenn jetzt da schon dieses Symbol dabei ist. Systemscan abgeschlossen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Die Seilbinde jetzt aufrüsten, aber ich finde, es hört sich echt auch nicht aus. Was ändert sich? Eine missionsrelevante Nachricht. Erst einmal lösen. Also jetzt müssen wir mal schauen, da ist ja schon gibt man den Interface. Das ist ja schon mal das nächste. Das ist eine Orbitalstation. Genau. Ja. Dann müssen wir noch schauen, wo wir jetzt da machen. Hier ist Spot. Settlement. Okay. Alles in alles orbitale Plattformen. Es erleichtert schon mal ordentlich die Auslieferung. Ne? Aber dann nicht. Ich finde natürlich das alles hier und da war schon in Horizon die Planeten. Und dazu kommt es natürlich super geil, ne? Dass man da rumlaufen kann. Ist natürlich wirklich awesome, aber
Was ich nicht so super finde, ist halt dann, dass das auch so viel Zeit braucht, ne? Das, gerade am Anfang ist wichtig, dass man möglichst viel Zeit Gas gibt, ne? Wenn man dann noch einen Haufen Geld hat, dann kann man sich die Planeten anschauen oder andere Missionen machen, ne? Dann kann man sich das leisten, dass das vielleicht einmal nicht funktioniert, ne? Wenn man den Fischlock hat. Jetzt sieht's halt auf, oder? Ja. Müsste der eigentlich vorgehen. Jetzt müsste es stehen bleiben. Jetzt müsste es stehen bleiben. Ja, jetzt geht's wieder auf. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt aufgegangen ist. Langsam vorher, oder? Sicher. Das ist, vorher war es immer nur so ein bisschen so Akzente. Fahrwerk ausgefahren. Okay, da ist es wie das gleiche und dieses Mal nehme ich das Geld. Opa. So, was mache ich nochmal? Vielleicht kommt mir irgendwie was in meine Richtung, also wo mein Fliegen, ne? War sowieso schon im Fliegen. Jetzt will er nicht, aber warte mal da. Na, aber das ist wieder was anderes. Das ist wieder was, okay. Und ich hab mir jetzt glaube ja nur, dass man Kurier-Mission ausfüllt, dann okay, ne? Gibt's nix. Egal, dann. Aber Autostart gleich. Und wir haben hier den nächsten Landing. Fahrwerk eingefahren. Detachment complete. Maintain correct lane on exit. Exit.
dead. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Sprung. Wenn das nicht jetzt nicht so begrüßt, das ist vielleicht ein Akt wieder, weil ich muss eben ein bisschen Ende finden. Das ist schon mal ein bisschen begrenzt. Wie ist der Müsli? Na, jetzt gehen wir langsam.
Notice erteilt. Messen automatisch. Starten, ey. Das geht schon. Dann schauen. Hat man gleich wieder. Ein Spot-Settlement. Fahrwerk eingefahren. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Überlegen kurz. Wie viel wird da mal zu? 3, 3, 3. Das Problem ist, man muss halt immer ein bisschen. Aber sich ein neues Schiff kauft, der sich das Schiff fast immer noch mal doppelt leisten, ne? Und es kommt nicht mehr, ne? Es ist immer so.
Euro Komfort. Fahrwerk ausgefahren. Jetzt muss ich. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. Es gibt mehr als außerdem. So, warte mal. Ach, das ist mehr. Warte mal. Okay. Ich meine, da haben wir schon einen halbwegs guten lokalen Ruf aufgebaut. Es ist. Ja. Fahrwerk eingefahren. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Antrieb wird aufgeladen. Vier, drei, zwei, eins, Sprung.
Antrieb wird aufgeladen. Wie knapp. Dann noch ein Ding in. Muss ja was Großes sein, ne? Ist auch nicht unbedingt, aber bremsen oder so ist es mehr bremsen. Da muss ich dann halt mehr Maß nicht gemütlich macht, so wie jetzt die Waffe.
richtig scheiß knapp. Und drauf zu fallen. Fahrwerk ausgefahren. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. Eben da mal drauf bringen. Eingehende Nachricht. Was ist ein Creme? Müssen wir damit? Ja. Ich sehe schon. Gut. Planetenfahrzeug. Ein bisschen genug Game Over. Aktiv. Was sind Flächen? Ort war ein Ding. Wir springen zum Beispiel. Mal gucken, mal Gas. Fahrwerk eingefahren. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Aufgeladen.
abgeschlossen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. FL, wir müssen den Nymph hier bauen. Es gibt irgendeine Eselsbrücke, ich weiß es nicht. 4, 3, 2, 1, Sprung! Also bei dem geht's. Eingehende missionsrelevante Nachricht. Also das ist das größte Assistent, der so nervt. Ja, man merkt aber, wie lange das dauert, bitte. Nur und die Dinge darf ich auch nicht. Warnung, Temperatur kritisch. Ah ja, noch. Bin ich schon weg? Treibstoffsammler deaktiviert. Eben. Mal ein bisschen was aus Prüfen, aber ja. Eben deswegen mache ich das am meisten Freund. Wie hat man da eben akzeptieren müssen, ne? Komisch. Also, ob es bei so Ding. Das ist in der Zeit, ob nicht fast. Was war es? Da waren Scheinwerfer. Keine Ahnung, wie viel Treibstoff die jetzt verbrauchen. Ja, fast nichts. Wirklich bringen die auch nicht viel für mich. Ich glaube, ich stehe dann nächste Folge dann auf Full HD, weil so viel, so, es gibt so selten wirklich was Cooles zu sehen, ne, finde ich. Braucht man echt kein 4K. Ich meine, es ist natürlich ein cooles Spiel, ne? Da geht es nicht, aber irgendwie. Also, 4K ist natürlich die Festplatte exponentiell. Wirklich einige schneller erfunden.
docking protocols if you wish to land. Request approved. Vector for approach to landing pad 4-3. Clear for automated approach vectoring. Eröffnet. Okay. I got to put them in. Only one more, I'll put them in. What's this? What is this like? This moves well, huh? Good. Glaube ich zum Essen, geht zum Inspektor und sagen danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.